Also. Na was? Der Altmaier ist für Klimaschutz, die Schulze ist für Klimaschutz. Sogar der... Wer noch? Söder. Alle geben vor, mega öko zu sein. Da mache ich auch mit. Als Vorzeige-Klimaschützer. Was, du? Das glaubst du doch selber nicht. Naja, ich sag mal so. Grüner als ich. Na, was kommt jetzt? Da bin ich auch gespannt. Ist nicht einmal Kermit der Frosch. Was hat er gesagt? Aber dein LKW ist nicht gerade klimafreundlich. Ach, ist das so? Ja, ist so. Ich bin der verdammt nochmal größte Öko auf der ganzen Welt. Ich war schon Öko, da ist Greta noch freitags zur Schule gegangen. Oh je, den Müll habe ich so schön vorsortiert. Und Pazifist bin ich übrigens auch. Herzlich willkommen zu Extra 3. Das Jugendwort des Jahres 2021 steht fest. Bundesverfassungsgerichtsurteil. Ja, da hat's gerappelt in Karlsruhe. Ja? Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist in Teilen verfassungswidrig. Es könne nicht sein, sagt das Gericht, dass der Jugend die Hauptlast der CO2-Einsparungen aufgebürdet wird. Deutschland hat sich ja mit dem Pariser Abkommen verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Aber im Klimaschutzgesetz wird nur bis 2030 definiert, welche konkreten Schritte dafür unternommen werden sollen. Danach, mal gucken. Wer weiß denn, wie die jungen Menschen von heute dann später leben wollen? Vielleicht wollen die ja gar nicht atmen. Ja? Vielleicht essen die dann Braunkohle. Man weiß es doch nicht. Karlsruhe sagt nun, so, liebe Freundinnen und Freunde, so geht es nicht. Es darf nicht so sein, dass die heutige Generation jetzt so ein bisschen Klimaschutz macht und damit dann künftigen Generationen ganz radikale Klimaschutzmaßnahmen aufbürdet. Weil das würde nämlich zu erheblichen Freiheitseinbußen für künftige Generationen führen. Das ist so, als würde man in der Familie sagen, hey Kinder, wir haben einen super Vorschlag, wir machen eine Party. Wir Eltern saufen, essen und feiern mit unseren Freunden bis Mitternacht und dann kommt ihr... und räumt die Küche auf. So haben alle was davon. Hey, warum lacht ihr nicht? So hatte sich das die Bundesregierung offenbar wirklich vorgestellt. Kinder haften für ihre Eltern und deren Fehler. Jetzt müssen sie sich schnell etwas einfallen lassen, wie man die Klimaneutralität so hinbekommt, dass es eben nicht hauptsächlich die Jungen ausbaden müssen. Es betrifft ja auch die heute noch Ungeborenen. Da sagen schon einige in Berlin, wie man den Klimawandel verhindert, wissen wir nicht. Aber vielleicht verhindern wir einfach die Ungeborenen. Wir lösen das mit Verhütung. Heißt ja auch Pariser Abkommen. Nee, ernsthaft jetzt. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist viel zu wenig passiert. Der Kohleausstieg kommt zu spät. Und jemand wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet baggert in seinem Bundesland immer noch Dörfer für den Braunkohletagebau weg. Und erst seit kurzem interessiert man sich im Verkehrsministerium für Fahrradwege und Wasserstoffantriebe. Dafür aber auffällig demonstrativ. Gab es in den vergangenen Jahren irgendwen, der wirklich etwas in Sachen CO2-Reduktion erreicht hätte? Hä? Wirtschaftsminister Peter Altmaier? Nö. Umweltministerin Svenja Schulze? Naja, sie hat es versucht, konnte sich aber nicht durchsetzen. Eigentlich gab es nur einen, der erfolgreich den CO2-Ausstoß begrenzt hat. Er hier. Aber die Wahlchancen im September sind für diesen Kandidaten vermutlich eher gering. CDU und SPD bemühen sich ja nun, die Klatsche von Karlsruhe als Erfolg darzustellen. Alle sagen, sie seien so dankbar für dieses Urteil. Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von herausragender Bedeutung für den Klimaschutz. Das ist heute ein ganz besonderer Tag. Das Bundesverfassungsgericht hat eine weitreichende Entscheidung für die Zukunft auch unseres Planeten getroffen. Das ist ein wirklich wichtiges Urteil, was das Bundesverfassungsgericht da jetzt getroffen hat. Und das ist Rückenwind für den Klimaschutz. Und das ist das, wofür ich mich seit vielen Jahren einsetze. Ja, danke für die 6 in Mathe. Danke, es ist ein besonderer Tag heute. Für die Einschätzung bin ich wirklich dankbar. Das gibt mir die Chance zu zeigen, wie sehr ich Mathe mag. Wirtschaftsminister Altmaier, der immerhin auch mal Bundesumweltminister war, zieht folgendes Fazit. Wir haben in den letzten Jahren vieles angestoßen im Bereich des Klimaschutzes. Manches kam spät, einiges vielleicht auch zu spät. Daran waren viele Parteien und Fraktionen beteiligt. Es hilft nicht der Blick zurück, sondern es hilft der Blick nach vorn. Vielen Wählerinnen und Wählern hilft zum Beispiel der Blick nach vorn in den September.
denn da ist Bundestagswahl. Dennis Gaub und Jesko Friedrich haben einen Song fürs Klima produziert, also nicht neu produziert, nein, sie haben einen vorhandenen Song nachhaltig wiederverwertet. Ja, die einen sagen dazu Covern, ich nenne es Upcycling. Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Klima, dem geht es nicht so prima. Die Erderwärmung geht schnell voran, oh no. Die da versagen immer wieder, schieben alles auf die lange Bank. Schande. Und jetzt hat die Kroko voll die Klatsche gekriegt, denn ihr Klimagesetz, das reicht mal überhaupt nicht. Es wurde gekippt vom Bundesverfassungsgericht. Klima, frag doch einfach die da. Wir geben den Kids eine Welt, wo die Lunte brennt. Oh Mann, bis 2030 geht euer Plan. Doch was dann? Der CO2-Preis ist viel zu klein. Wenn das so bleibt, spart keiner was ein. Klima, mir geht es nicht so prima. Das Wasser steht uns bis zum Hals. Früher hat man im Büro ein gerahmtes Bild der Familie auf dem Schreibtisch stehen. Nach 400 Tagen im Homeoffice haben viele zu Hause schon ein gerahmtes Foto vom Büro auf dem Schreibtisch stehen. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen immer mehr. Eigentlich ist ja von morgens bis abends Bürozeit. Irgendwann fragt man sich, habe ich jetzt eigentlich mein Home im Office oder mein Office im Home? Gibt es Pendlerpauschale fürs Müll rausbringen? Und es war ja früher immer noch so, wenn man sich Arbeit mit nach Hause genommen hat, dann klingelten schon sämtliche Alarmglocken. Oh, Vorsicht. Ja, pass bloß auf, Arbeit mit nach Hause nehmen. Oh, oh, oh. Alle Alarmglocken gingen an. Heute klingelt nur noch mein Tinnitus. Im Büro, da steht man auch mal mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen und redet über die Fahrradtour am Wochenende und kann zwischendurch ein bisschen entspannen. Zu Hause, da guckt man sich einmal um und denkt, Mist, ich muss den Balkon fegen, das Klo putzen. Und gekocht werden muss ja auch. Meine To-Do-Liste sieht jeden Tag so aus. Dazu kommt die permanente Erreichbarkeit. Da muss man wirklich lernen, sich abzugrenzen. Ich mache es inzwischen so, ich lese eine Mail. Schon noch, wenn sie kommt. Aber ich schicke meine Antwort erst ab, nachdem ich die Homeschooling-Aufgaben meiner Kinder kontrolliert und den Zoom-Elternabend hinter mir habe und meine Moderationsstrecke fertig geschrieben habe. So viel Me-Time sollte schon sein. Einige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber fürchten ja, dass ihre Angestellten zu Hause weniger arbeiten. Das ist wohl eher nicht der Fall. Knapp 65% der Unternehmen berichten, dass ihre Mitarbeiter vermehrt zu unüblichen Tageszeiten arbeiten. Zu Hause lässt sich die Arbeitszeit zwar flexibler einteilen und man spart Zeit, weil der Arbeitsweg wegfällt. Dafür arbeitet man im Homeoffice durchschnittlich 48 Minuten länger pro Tag, so eine internationale Studie. 56% der Beschäftigten geben an, dass sie länger arbeiten als vertraglich vereinbart. Und dazu kommt im Lockdown auch noch die oft fehlende Kinderbetreuung. Das führt zu Überlastung. Es gibt 5 sichere Anzeichen, meine Damen und Herren, woran man merkt, dass man durchs Homeoffice überlastet ist. Erstens, du meldest dich am Telefon mit Törö. Zweitens, in deinem Handy ist abends Hühnersuppe und du weißt nicht warum. Drittens, du flehst Erzieher an, die Kita zu öffnen und die Kinder 2 Stunden zu beschäftigen. Viertens, du flehst Borussia Dortmund an, das Stadion zu öffnen und den Vater 2 Stunden zu beschäftigen. Fünftens, du versuchst nachts um 2 mit deinem Staubsauger eine Präsentation zu drucken und es gelingt dir. Jakob Leube hat ein paar wirklich wertvolle Tipps für all diejenigen, die wieder mehr ins Gleichgewicht kommen wollen. Na, fühlen Sie sich auch frustriert? Ausgebrannt, gefangen in der modernen Arbeitswelt mit 24/7 Erreichbarkeit, Wochenendschichten und Homeoffice? Wenn auch Ihre Work-Life-Balance eine Katastrophe ist, ich habe die Lösung für Sie. Befreien Sie sich jetzt vom Druck und Stress einer guten Work-Life-Balance und streichen Sie einfach das Life. Praktizieren Sie die Work-Work-Balance. Versuchen Sie nicht mehr krampfhaft, Freunde, Freizeit oder Familie in Ihren Tag zu integrieren. Dabei ist Konsequenz der erste Schritt zu totaler Ausgeglichenheit. Lernen Sie, Grenzen zu setzen.
öfter mal Nein zu sagen. Nein. Papa. Erleben Sie, wie man Arbeit und Privatleben wirklich trennt, so richtig trennt, um endlich wieder mehr Zeit zu haben. Eine gute Work-Work-Balance heißt, keinen Stress mehr von der Arbeit mit nach Hause zu bringen und keine privaten Probleme, die einen bei der Arbeit stören. Work-Work ist eben Win-Win. Und das Beste, Sie werden nie mehr schlecht schlafen. Weil Sie nicht mehr schlafen. Halten Sie einfach die perfekte Balance zwischen Work auf der einen und Work auf der anderen Seite mit der Work-Work-Balance. Jetzt reicht's aber. So geht's nicht weiter. Es ist aus. Nee, sorry. Ich kann gerade nicht. Ich bin bei der Arbeit. Jetzt mal was Erfreuliches. Die deutsche Impfkampagne nimmt Fahrt auf. Es wird bald Erleichterungen für Geimpfte geben. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Vielleicht dürfen Sie ja bald sogar in Länder reisen, in denen Impfungen so gut wie noch gar nicht möglich sind. Dann bekommen diese Länder zwar keinen Impfstoff aus dem Westen, aber wenigstens dessen Touristen. Es ist ja so, die wohlhabenden Staaten der Erde impfen fleißig durch. Inzwischen haben in den USA 44% mindestens eine Impfung erhalten. In Israel sogar 59%, in Großbritannien 51%, in Deutschland immerhin 27%. Andere Länder der Erde haben nicht mal einen geimpft. Also nicht Prozent, sondern einen Menschen. Ärmere Staaten haben bislang nur 0,2% des Impfstoffs bekommen. Und das sind ja häufig Länder, die auch zu wenig Intensivbetten und zu wenig medizinische Betreuung für Erkrankte haben. Von den 12,5 Milliarden Impfdosen, die dieses Jahr produziert werden, geht rund die Hälfte, 6,4 Milliarden Dosen, an nur 15% der Weltbevölkerung. Deshalb sprechen wir von Impfstoffhamsterkäufen durch reiche Länder. Vor einem Jahr Nudeln und Klopapier, heute Impfstoff. Ich freue mich natürlich sehr, dass es in Deutschland endlich vorangeht, dass es alles auch einigermaßen funktioniert. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es sich um eine Pandemie handelt. Egoismus führt hier nicht weiter. Und wenn nicht Menschen überall auf der Erde geimpft werden, dann entstehen Varianten, die lachen sich über unseren Impfstoff irgendwann kaputt. Der beste Weg ist, einige Menschen in allen Ländern zu impfen und nicht alle Menschen in wenigen Ländern. Um es ganz deutlich zu sagen, der Impfnationalismus wird die Pandemie verlängern, nicht verkürzen. Ja, wer nur in manchen Ländern viel impft, auch wenn er weiß, dass sich dann in anderen gefährliche Mutationen bilden können, der pumpt auch nur einen Reifen am Auto auf und wundert sich dann, dass die Fahrt so holprig ist. Noch mehr Kopfschütteln gefällig? Kein Problem. Sie haben uns ja wieder Ihre ganz persönlichen Corona-Geschichten geschickt. Eine davon präsentiert Martina Hauschild. Der reale Corona-Irrsinn. Das ist Jakob Czakmak. Hallo. Er hat eine kleine Chauffeursfirma in Hamburg. Und leider momentan nicht so viel zu tun. Keine Kundschaft am Flughafen, keine bei den Hotels. Und deshalb. Vor Corona hatte ich 9 Angestellte, jetzt habe ich nur noch 2 Angestellte, weil Corona mir alle Umsätze weggebrochen hat. Darum hat Herr Czakmak Überbrückungsgeld bei der Förderbank Hamburg beantragt. Wegen seines hohen Umsatzrückgangs hat er auch Anspruch. Und weil er keine Antwort bekam, fragte er bei der Förderbank Hamburg mal nach. Ich weiß nicht, wie oft ich angerufen habe. Immer wieder hieß es, ich soll einfach nur Geduld haben. Geduld, Geduld. Endlich, Post von der Förderbank. Gespannt schaut er auf seinen Bescheid und sieht die genehmigte Überbrückungshilfe von 0 Euro. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. 0 Euro? Und weil die Kleinbeihilfe etwas sehr klein ausgefallen ist, hat Herr Czakmak wieder bei der Förderbank Hamburg angerufen. Der Mitarbeiter sagte, es könnte sich um einen technischen Fehler handeln. Er würde das recherchieren und sich bei mir melden. Hat er aber nicht. Herr Czakmak ruft wieder bei der Förderbank an. Und da sagt derselbe Mitarbeiter, es wäre wahrscheinlich ein Softwarefehler und dass sein Ticket eröffnet würde bei einem Softwareunternehmen, die nach dem Fehler sucht. Wie lange es dauern würde? Wüsste er nicht. Ja, die Überbrückungshilfe Software hat so seine Tücken. Das weiß auch der Hamburger Finanzsenator. Wir haben ja in der Tat lange auf diese Software warten müssen. Und trotzdem hat sie viele Fehler. Da ging dann mal Dollarzeichen raus, wo jeder weiß, das ist hier irgendwie erkennbar nicht die Währung in Deutschland. Jetzt hier diese Sache mit den 0 Euro, das ist ärgerlich. Das tut mir auch hier für den Betroffenen leid, aber wir kriegen es behoben. Na klar. Nur etwas Geduld, Herr Czakmak, und bitte nicht mehr anrufen. Die ITler suchen doch schon den Fehler.
dauert bestimmt nicht mehr lang. Was soll ich denn machen? Die Autos kosten Geld, meine Angestellten wollen bezahlt werden, die Miete kostet Geld. Wovon soll ich das zahlen? Wie wär's damit? Überweisen Sie allen 0 Euro und sagen dann, ups, war wohl ein Softwarefehler. Sie müssten das nochmal recherchieren. So, der Laschet-Zug rollt. Hier erste Bilder. Ja, Armin Laschet versucht ja gerade alles, um die CDU-Mitglieder zu besänftigen, die nicht für ihn als Kanzlerkandidaten waren. Und das sind ja gerade mal etwa 90%. Deswegen hat Laschet nun auch Friedrich Merz in sein Wahlkampfteam berufen. Friedrich Merz ist jetzt im Team Laschet. Der Merz kann vom Verlieren offenbar einfach nicht genug bekommen. Kann das sein? Ich bin gespannt, ob das Kalkül aufgeht, dass die Konservativeren ihn jetzt auch mögen. Also Laschet, dann wegen Merz. Was offenbar aufgeht, ist das Kalkül der CSU, Online-Mitgliedschaften für CDUler anzubieten. Ja, ist wirklich so. Hunderte Anträge auf Online-Mitgliedschaft. Das ist inzwischen möglich. Das sind ein paar Klicks und dann gibt es noch ein kleines Ritual für übergelaufene Mitglieder. Erstens Taufe in Weißbier, zweitens feierliche Lesung aus den Kontoauszügen von Uli Hoeneß, drittens rituelle Beschneidung des geistigen Horizonts. Wer als CDUler in die CSU eintritt, darf dann Laschet natürlich auch mit reinem Gewissen nach Lust und Laune kritisieren, so wie das CSU-Chef Markus Söder immer noch und mit Genuss zelebriert. Die CDU hat mehrere Probleme. Sie hat nicht nur kein Programm, sie ist vor allem gespalten. Im Westen kämpft sie gegen die Grünen um die liberalen und umweltbewussten Wählerinnen und Wähler. Im Osten kämpft sie gegen die AfD um die Ultrarechten. Und zwei Frontenkriege gehen ja in Deutschland traditionell selten gut aus. In Thüringen soll sich jetzt ein alter Bekannter um die konservative Wählerklientel kümmern, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Der tritt als Bundestagskandidat für den Wahlkreis Suhl-Schmalkalden-Meiningen-Hildburghausen-Sonneberg an. Wenn ich das jetzt noch ein zweites Mal sage, ist die Sendezeit vorbei. Im Wahlkreis, Sie wissen schon, war bislang Marc Hauptmann Kandidat. Das ist der Typ, der wegen Maskenkorruption und Geldgeschenken aus Aserbaidschan seinen Posten räumen musste. Jetzt Maaßen. Der CDU-Verband Südthüringen hat sich wahrscheinlich gedacht, uns kann traditionell nur jemand vertreten, der richtig unseriös ist. Da wollen wir uns jetzt nicht umgewöhnen. Das ist der Maaßen, der gesagt hat, es habe in Chemnitz keine Hetzjagden von Nazis gegeben. Der die Wahl von FDP-Mann Kemmerich zum Ministerpräsidenten durch die AfD als Riesenerfolg bezeichnet hat. Und die Werteunion, der Maaßen angehört, fordert wie die AfD, dass Ausländer sich nicht integrieren, sondern assimilieren sollen, also ihre Herkunftskultur aufgeben sollen. Da wird die AfD sich ja ganz schön dumm aus der Wäsche gucken, oder? Wenn die CDU jetzt einfach mit einem AfD-nahen CDUler die Politik der AfD macht. Hat leider noch nie funktioniert. Bei Wahlen entscheiden sich die Menschen dann doch lieber für das Original. Die CDU-Spitze scheint das zu ahnen, kann aber den Menschen in Thüringen jetzt ihren Kandidaten irgendwie auch nicht verbieten. Deswegen gibt es von Generalsekretär Paul Ziemiak immerhin solche knallharten Ansagen. Ich gehe davon aus, dass Herr Maaßen alles zu einem gemeinsamen Wahlerfolg der CDU beitragen wird. Das hätte Prinzessin Lilifee nicht schärfer formulieren können. Die Stimmung ist mies. In einigen Umfragen liegt die Union schon hinter den Grünen. Janine Ullmann versucht, die Ursachen zu ermitteln. Willkommen zu Aktenzeichen X3Y ungelöst. Es ist einer der größten vermissten Fälle in der Geschichte der Bundesrepublik. Bundesweit sind Millionen Wählerinnen und Wähler der CDU spurlos verschwunden. Aus Ermittlerkreisen heißt es nun, die vermissten Fälle könnten im Zusammenhang mit einem gewissen Armin L. aus Aachen stehen. Wir fragen nach. Kommissar Günther Schlonski von der Kripo Berlin. Kann tatsächlich ein Mann alleine für so viele vermissten Fälle verantwortlich sein? Nee, also einer alleine, der kann so viele Leute ja nicht verschwinden lassen. Das ist professionell organisiert. Wir gehen eindeutig von Bandenkriminalität aus. Das hier sind unsere Verdächtigen. Wir nennen sie intern nur die Corona Nostra. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Einspieler vorbereitet. Dringend gesucht wird auch der Fahrer dieses Hahns.
Vielen Dank, Kommissar Günther Schlonski. Ja, wichtig ist in diesem Fall auch die Frage, wie konnten so viele CDU-Wählerinnen und Wähler einfach so verschwinden? Dazu ist uns jetzt ein Insider zugeschaltet, der unerkannt bleiben möchte, ein gewisser Friedrich M. Schönen guten Abend, Herr M. Wer ist denn nun Ihrer Meinung nach schuld am Verschwinden dieser Wähler? Frau Mioska, darf ich das mal so sagen? Das wissen Sie und das weiß die gesamte Hauptstadtpresse. Ullmann, aber egal, also glauben Sie auch, dass vor allem Armin L. schuld am Verschwinden ist? Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Interessant. Danke, Friedrich M. Und wir widmen uns jetzt der Frage, wo die CDU-Wählerinnen und Wähler abgeblieben sind. Auffallend viele von ihnen werden in Ostdeutschland vermisst. Einige Vermisste wurden nun von Ex-Verschwörung, von Verfassungsschutzchef Maaßen persönlich im braunen Sumpf gefunden. Bei dem waghalsigen Versuch, sie rauszuziehen, ist Maaßen allerdings selbst im Sumpf versunken. Und mittlerweile hat uns ein entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung erreicht. Horst S. aus Bayern hat eine Vermutung, wer hinter einem Großteil der Entführungen stecken könnte. Die Grünen. Und in der Tat führt eine heiße Spur zu diesem Duo. Annalena B. und Robert H. Sie sollen CDU-Wählerinnen und Wähler mit Bioprodukten und erneuerbaren Energien angelockt und dann in E-Autos abgeschleppt haben. Demnach können sie noch nicht so weit gekommen sein. Und jetzt bittet die Polizei auch noch um ihre Mithilfe. Wenn Sie einen CDU-Wähler oder eine Wählerin gefunden haben, melden Sie sich bitte im Konrad-Adenauer-Haus. Als Belohnung erwartet sie eine Runde heiße Luft-Ping-Pong. Und das war Aktenzeichen X3Y ungelöst. Und damit zurück zu Christian Ehring. Danke, Janine Ullmann. Was sonst noch wichtig war, jetzt in Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und damit ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, Olaf, die Gedächtnislücke Scholz ist zurück. Als Zeuge im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Cum-Ex-Steueraffäre. Der Champ unter den Vergesslichen hat hier durchaus gute Chancen. Olaf Scholz beherrscht ja dieses Frage-Antwort-Spiel sehr gut. Er hat auch immer wieder in der Vergangenheit Erinnerungslücken geltend gemacht. Aber hat Scholz die Treffen mit dem Chef der Warburg Bank auch komplett aus dem Kopf radiert? Kann er sich auch heute auf sein mieses Gedächtnis verlassen? Scholz sagt ja, er erinnert sich konkret nicht mehr an diese Treffen. Yes! Wir sind von Lücke zu Lücke gesprungen. Er konnte sich an nichts erinnern. Ich finde, man kann sich nicht an so wenig erinnern. Ja, unfassbar. Das kann nur Scholz. Hey, ihr gelangweilten AmateurspielerInnen. Dank Corona nur tote Hose beim Fußball? Das muss nicht sein. Bewerbt euch als Führungskraft beim DFB. Hier ziehen alle so heftig an einem Strang, da haben die Landes- und Regionalverbände ihrem Präsidenten Fritz Keller nämlich das Vertrauen entzogen. Der größte nationale Sportverband der Welt bietet dir größten Kampf ganz ohne Sport. Machtkampf par excellence. Der DFB ist extrem schnell. In 9 Jahren hat man schon jetzt 5 DFB-Präsidenten. Der DFB hat viel zu bieten. Gleich 2 Steuerverfahren. Und der DFB macht dich einfach sprachlos. Keller vergleicht seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit Nazi-Richter Roland Freisler. Hier ist immer ein Platz für dich frei. Schließlich ist der Präsidentenjob in den letzten Jahren ein Schleudersitz. War sonst noch was? Ach ja, einmal zahlen bitte für Jens Spahn. Wir haben jetzt jeden 4. Deutschen geimpft. Diese Woche wird es noch jeder 5. werden. Und bis zum Sommer dann jeder 10. versprochen. Abgehakt von Sine Wiegers. Der britische Premierminister Boris Johnson hat seinen Amts- und Wohnsitz renovieren lassen für knapp 200.000 Pfund. Das sind 230.000 Euro. Völlig verrückt. 230.000 Euro, das sind über 3.300 Billigregale. Wie groß ist denn bitte diese Wohnung? Aber der feine Herr Johnson bewegt sich natürlich nicht in diesen Sphären. Billigregal.
Die Designerin seines Vertrauens heißt Lulu Leitl und hat ungefähr diesen Einrichtungsstil. Sie hat Johnsons Wohnung, so heißt es zumindest nach den Wünschen von Johnsons Verlobter, umgestaltet. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verlobte von Johnson heißt. Bei dem Geschmack vermute ich Cleopatra. Allein die goldenen Tapeten sollen pro Rolle über 800 Euro gekostet haben. Klar, edles Design gibt's nicht zum Nulltarif. Und man kann sich das vorstellen, wie Johnsons Verlobte gefragt hat, Frau Leitl, wie kann man denn die Wohnung hier schöner gestalten? Und die hat gesagt, entweder alle Möbel raus oder Boris Johnson. Aber der ist ja nun mal gewählt. Also renovieren wir die Wohnung. Nun steht aber der Verdacht im Raum, dass hier Sponsoren am Werk waren. Johnson selbst behauptet, er habe die Renovierung aus eigener Tasche bezahlt. Dann wäre aber die nächste Frage, wer vorher das Geld in seine Tasche reingesteckt hat. Sind hier eventuell Parteispenden illegal zweckentfremdet worden? Dieser Verdacht steht im Raum. Und es ist ein Skandal, der gerade hohe Wellen schlägt im Vereinigten Königreich. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit wird es wirklich eng für den Prime Minister. Ist das nicht verrückt? Im chaotischen Brexit-Verfahren monatelang mit Populismus das ganze Land lähmen? Kein Problem. Oder beim Kampf gegen Corona viel zu lang auf Herdenimmunität setzen? Vergeben und vergessen. Jetzt gerät er durch eine Tapete ernsthaft ins Straucheln. Tja, Al Capone haben sie am Ende auch wegen Steuerhinterziehung dran gekriegt. Schauen wir nun von London nach Duisburg. Zwei Städte, die oft verwechselt werden. Auch in Duisburg hat man finanziell eine Spur zu groß gedacht. Ohne Tapete, aber trotzdem teuer. Daniel Sprenger. Die Stufenpromenade im Duisburger Innenhafen. 2008. Mit ihrem Bau beginnt eine neue architektonische Zeitrechnung in Duisburg. Das Richtfest wird entsprechend groß gefeiert. Die Stufenpromenade soll Ende des Jahres fertig sein. Dieses Meisterwerk des Städtebaus kostet nur 11,8 Millionen Euro, zur Hälfte finanziert von der klammen Kommune. Darauf haben die Duisburger gewartet. Es ist halt ein grauer Klotz, der da rumliegt, rumgammelt, schon immer irgendwie. 2015, 7 Jahre später, kann man die Treppe noch immer nicht begehen. Eigentlich wollte ein Investor hier den Bürokomplex Eurogate bauen, doch er springt ab. Nur die Stufenpromenade ist noch da, aus gutem Grund. Die Tatsache, dass man die Stufenpromenade jetzt schon hat, das lag einfach daran, dass sonst Fördermittel verfallen wären. Land und EU haben nämlich kräftig zugeschossen. Nur nutzen kann man sie nicht, die Promenade. Die ist seit Jahren der Schandfleck im Duisburger Innenhafen. Aber jetzt soll sich endlich was tun. Die Stadt hat wohl einen Investor für das Eurogate. Unser Ziel ist hier wirklich auch dem Ambiente, dem Innenhafen angepasst, in hoher Qualität zu bauen und das so schnell wie möglich. Einen vielsagenden Namen hat das neue Vorhaben schon mal: The Curve. The Curve, yeah, sieht richtig schmuck aus. Januar 2018, es soll mal wieder gebaut werden. Schon in 2 Jahren soll alles fertig sein. Doch dann... Stillstand am Innenhafen. Hier hat das Hochwasser die Baustelle für das Wohn- und Bürogebäude The Curve überflutet. Uns ist natürlich sehr daran gelegen, dass das Wasser schnell abfließt. 3, 4, 5 Monate Hochwasser wären jetzt für das Projekt schon unschön. Juli 2018. Auch als das Wasser abfließt, geht es nicht weiter. Nun macht der Untergrund Probleme. Das Projekt The Curve, das im Eurogate entstehen sollte, das droht jetzt endgültig zu scheitern. Der Boden sei nicht tragfähig. Auch ein Ausstieg aus dem Projekt wäre für die Stadt teuer. Knapp 6 Millionen Euro Fördergelder müssten dann zurückgezahlt werden. Aber das will die Stadt natürlich vermeiden und hält an ihrem monumentalen Prachtstück fest. Wieso ist das jetzt alles so schwarz da geworden, ne? Schimmelig, ne? Und auch die Vogelscheiße von den Komoran. Da ist einfach alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Und es geht immer noch schief. Oktober 2018. Weil er nicht bauen kann, muss die Stadt dem Investor 4,9 Millionen Euro als Entschädigung zahlen, ohne dass hier was passiert. Bis 2020. Das Bauprojekt The Curve am Duisburger Innenhafen wird so nie gebaut. Wir haben am Ende feststellen müssen, dass wir nicht zusammengekommen sind. Der Investor mit seinen Vorstellungen, die Stadt mit ihren Vorstellungen. Dann ist die Frage, was macht man? Kann man es irgendwie zuschütten, Wiese drauf säen und Blümchen pflanzen? Eine teure Blumenwiese für rund 12 Millionen Euro. The Curve hat die Kurve nicht gekriegt. Das war Extra. Jetzt kommt Shea Krömer. Heute zu Gast Markus Lanz. Ah nee, der andere.
Karl Lauterbach. Ich freue mich drauf. Bis bald. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.